Jemand hat vorhin gerufen und gesagt, hier gibt's Autos. Ich melde mich jetzt mal lieber nicht. Was, Herr Collins? Sie haben Autos? Sie sind so richtig die Dame, schlau. Ich habe gehört, Sie suchen ein Fahrzeug. Ja, ganz genau, das ist richtig. Ich brauche ein Auto. Ich bin neu in der Stadt. Ich habe das Perfekte für Sie, für eine Dame wie Sie. Oh, ach, danke. Du Scheiße, Mann. Frag erst mal, wie du bezahlen musst, wenn der schon so ankommt. Ah, Sie wollen Geld dafür haben. Nee, wissen Sie, ich hätte gerne Luftballons dafür. Ich kann Ihnen auch was vorsingen, wenn Sie wollen. Ich komme aus Südtirol. Aus Südtirol? Ja, da war ich, glaube ich, mal Skifahren. Oh, wundervoll. Wo denn genau? Ja, weiß ich doch nicht. Oder war das Osttirol? Hm, da gibt's leckeres Gebäck. Ja. Wie komme ich jetzt an ein Auto? Ja, ich habe gerade eins verkauft. Wissen Sie, gucken Sie mal, dieser wundervolle Käfer da mit der Flammenlackierung. Oh. Und das Sonderangebot. Das würde super zu meinem Oberteil passen. Da haben Sie recht. Aber da darf ich ja erstmal eine Probefahrt machen, oder? Natürlich, kommen Sie mit. Nicht, dass Sie es bereuen. Ich bin schon lange kein Auto mehr gefahren. Ja, ist versichert. Und wie teuer wäre das Fahrzeug dann? Ach, das ist sehr preiswert. 10? Ich glaube... Was? 10? Ja, genau. Oh, super. Für 10 Dollar nehme ich's. Nein. Sie haben doch gerade gesagt 10. Da haben Sie gesagt ja. Nein, der kostet 4.000. 4.000? So viel habe ich nicht. Ja gut, dann 2.000. Oh, so schnell, Hälfte halbiert, machen wir 1.000 draus und er ist meins. Nee. Warum nicht? Weil ich sonst Verlust mache. Aber Sie sehen doch, dass eine wunderschöne Lady mit dem Auto fährt. Ich kann Werbung für Sie machen. Nee, lieber nicht. Darf ich Werbung für Sie machen? Nein. Ich muss ein bisschen Geld dazu verdienen. Ich bin neu in der Stadt. Ja, und ich muss mir meinen 4. Ferrari finanzieren. 4. Ferrari? Haben Sie schon 3? Ja. Dann seien Sie doch mal nicht so geizig. Abfahrt, lasst uns eine Sightseeing-Tour machen. Ich bin zum ersten Mal in Liberty City. Wir machen so, nee. Sie sind meine Navigation. Ich bin nämlich richtig schlecht in Navi gucken und fahren. Sie echt? Sagen, oh, Herr Collins. Haben Sie auch einen Nachnamen? Das ist mein Nachname. Und der Vorname? Sterling. Sterling Collins? Ja, Arthur ist mein Mittelname. Sterling Arthur Collins? Ja, genau. Da haben sich Ihre Eltern ja wirklich Mühe gegeben bei der Namenswahl. Ja. Also ich fahre jetzt immer geradeaus, weil das Navigerät hat noch nicht gesagt, links bitte, rechts bitte. Ja, wo wollen Sie denn überhaupt hin? Aussichtsplattform, ich möchte über die Stadt gibt's gucken. Nicht. Wie gibt's nicht? Entweder brauchen Sie dann Helikopter oder mein Apartment, sonst sehen Sie das nicht von oben. Haben Sie einen Helikopter? Der ist gerade in der Wartung. Ach so. Ich dachte, kein Geld für Helikopter wegen Ferrari. Na, nein. Wo muss ich denn jetzt lang? Die Aussichtspunkt weiß ich nicht, wo sie dahin wollen. Sag mal, leben Sie in der Stadt oder fahren ja, Sie hier ich, noch rum? Ja, weiß ich, aber Aussichtspunkte sind mir jetzt nicht bekannt, wo man die Stadt von oben sieht. Na, dann so halb von oben? Oder wir fahren direkt in Ihr Apartment. Fahren Sie zurück. Okay, ich mache einen U-Turn. Wow, wir testen das Auto. Ja, funktioniert. Gut, 1.000 Dollar haben Sie gesagt, nicht wahr, für Nein, diese Kiste? 2.000. Ich habe 1.000 gehört. Nein, den Trick habe ich, den habe ich erfunden. Den können Sie jetzt nicht an mir anwenden. Ich bin doch so ein armes Mädchen vom Land. Ja. Anna Popov heiße ich. Ja, das haben Sie bereits gesagt. Wie heiße ich? Anna Popov. Richtig. Fahren Sie, ja. Soll ich nochmal einen U-Turn machen? Das hat Ihnen wohl gefallen. Schauen Nein. Sie, wie... Können Sie vielleicht nicht im Gegenverkehr stehen? Das ist sehr freundlich. Danke, ja, ja. Ach, ich habe es gerade abgewürgt. Das ist bei solchen Fahrzeugen. Ist so, ja? Na gut, aber dann ist es doch nicht 2.000 wert. Guck mal, Schlüssel funktioniert nicht, muss noch geölt werden. Nein, das mit dem Schlüssel, das war... Die haben da an dem Griff falsch gezogen. Den muss man nämlich drehen. Ja, als ob ich einen Griff falsch gezogen habe. Sehe ich so aus, als würde ich einen Griff falsch ziehen. Ja. Na. Ja, dann machen wir 1.500 Dollar und Sie können das Ding mitnehmen. 1.500? Wie viel Geld habe ich dabei? Also, wir haben jetzt gesagt, 1.000, richtig? 1.500. Warum 500? Ich denke, Sie haben 4 Ferraris, 2 Hubschrauber. Oh, hier steht mal eine Yacht. Sie haben eine Yacht? Können Sie bitte aufpassen mit dem Fahrzeug? Noch gehört es nicht Ihnen. Ach so, Entschuldigung, ich denke, das ist versichert. Ja, aber trotzdem. Bezahlen Sie die Reparatur, bevor ich es kaufe? Nein. Sie wissen schon, dass der Preis jetzt sinkt. Können wir eine kleine Spritztour auf der Yacht machen? Ja, warum nicht? Mir ist eh langweilig. Oh, wundervoll. Dann haben wir eine Sightseeing-Tour durch die Stadt gehabt und jetzt durch die Yacht. Ich freue mich. Wow, da ist die Freiheitsstatue. Arthur. Ja. Abfahrt, oder? Wie wunderschön.
Liberty City. Wuhu! Das ist ja richtig schnell. Diese Skyline. Arthur, ich bin so glücklich, dich heute an meinem allerersten Tag kennenzulernen, oder? Ja, natürlich. Mach mir einen Freundschaftspreis. Komm schon, 1000. Allein der Sprit, den ich jetzt gerade verblase. Ach, come on, was für Sprit? Ich höre dich nicht. Wuhu! Komm schon. Na gut, wenn du ihn sofort mitnimmst. Aber du bezahlst die Überschreibungsgebühr. Oh, ich habe Fahrzeugpapiere jetzt und Schlüssel bekommen. Genau, hier, bitteschön. Ich habe ein neues Fahrzeug. Wow! So, jetzt muss ich dir noch die Rechnung ausstellen. Wow, wow, lass uns heute Abend feiern in Maisonette. Ich habe ein neues Auto. Ich freue mich so. Wuhu! Da können wir eine Runde tanzen. Bist du dabei? Arthur, bist du dabei? Maisonette? Ja, vielleicht. Du kannst doch nicht Nein sagen. Ich habe schon so oft gefragt.